Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Crisis Warhead. Okay, die Straßensperre wäre zerlegt. Das nehmen wir auch noch gerade mit. Da liegt so viel Mist im Weg rum. Jetzt sag mir bitte nicht, dass du dich hier festgefahren hast, Auto. Wäre unschön. Gibt's noch Schaden davon gekriegt? Aber gut, wir kommen ja eigentlich gut zurecht mit dem Ding. Wir haben da nicht allzu viel entgegenzusetzen, glücklicherweise. Von daher sollten wir das einigermaßen hinkriegen. Ah, das ist wahrscheinlich auch wieder so eine Blockade. Schalten wir doch mal aus. War das hier die Blockade mit dem schweren Geschütz? Na, zumindest haben wir jetzt Ruhe. Du gehst mal drauf, du Wagen. Du auch, du Männchen. Okay, the sub's still in the harbor. The cargo doors are sealed tight, so it must be ready to roll. Any intel on how to crack this thing? The only lead I have is a Korean Milnet connection in the harbor. Interface with it and I'll see what I can do. Okay, du ballerst hier schon mit drauf. Alles klar. Dann mal los. Die sollst du ja wegkriegen, oder? Dann halt nicht. Aber gut, wir haben jetzt hier nette Unterstützung dabei. Dann würde ich fast mal sagen, wir gehen hier tatsächlich so ein bisschen an die Seite. The terminal you need to access is in one of the KPA prefabs on the north wall. KPA has been moving munitions into one of the buildings. I saw them with an EMP grenade launcher. Check it out. Ich schätze ja fast, ich muss da jetzt irgendwie durch. Da hinten wird geballert. Wir haben ja noch unser Scharfschützengewehr. Oh, der trifft sogar. Da war gerade jemand. Au, 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 au. Schmeißen die etwa hier mit Müll? Wäre nicht so schön. So, der wäre weg. Relativ viel Gewackel hier gerade im Moment. Naja. Immer auch noch Granaten bis zum Abwinken. Fast getroffen. Aber ihr ballert ja auch schon ein bisschen mit. Von daher ist es vielleicht gar nicht verkehrt. Ich hätte es wahrscheinlich einfach aufhauen können hier, oder?
Naja, gehen wir doch durch den Haupteingang. Ah, ich dachte, da wäre mehr oder weniger los. Aber wird schon passen. Ach so, genau. Raketenwerfer noch mitnehmen. Und dieses Fass töten. So, dann gehen wir halt hier mal ein bisschen weiter. Oh. Kinders, Kinders, was macht ihr denn da? Ist relativ viel los hier drin, merke ich gerade. Und das auch noch von allen Seiten. Okay, ich dachte, die hätten ein bisschen mehr aufgeräumt, meine Kollegen. Zack, zack, zack. Oh, jetzt müssen wir hier eine Menge Zeug, das wir nutzen können. Da sollte ich vielleicht das nächste Mal eine Granate hinhauen und dann sollte das auch passen. Okay. Dann wird jetzt mal gecloakt. Der nicht so ganz erfolgreich weggeschossen. Okay. Das war leider nicht weit genug mit der Granate. Gut, ich sollte eventuell nochmal auf Automatik schalten. Wo ist denn eigentlich meine Luftunterstützung? Da oben irgendwo. Bräuchte ich halt im Moment hier. Ach, daneben dran ist das auch. Das in der Tat. Moment, muss Deckung und eine Granate werfen. So. So viel dann mal dazu. Nette Knarren hier, muss ich ja zugeben. Gut, den EMP-Granatenwerfer haben wir jetzt wahrscheinlich. Dann holen wir uns den Typen da drin noch. Und gucken, was wir hier noch Schönes haben. Ah.
Alles Sachen, von denen wir noch genug haben. Gut. Ja, sogar fast getroffen. Die Granate. Der kann da mal weg. Oh, jetzt kommen viele. Die haben auch echt viel zu viel Deckung hier. Sollte ich mal ändern. Ach, da kommen jetzt auch welche. So, die Herren. Da haben wir zwar noch einen, aber ich glaube, der sollte im Moment nicht allzu viel Stress machen. Okay. Ist hier was Interessantes? Ein Stuhl. Dann sind wir alle gerettet. Ich schnappe mir mal gerade das, ne? Denke, ich kann das eher gebrauchen als ihr. You can open the doors. I'm gonna access their emergency system. I can force the sub's computer network to run a fire drill. That should open the doors automatically. Nice one. I've got KPA positions flagging red all over your combat area. Korean reinforcement chocks are zeroing in on your position as we speak. How did this happen? I guess that was me. I infiltrated their security systems. O'Neill, you will RTB immediately. Your assistance is not required. I don't want any more Code Blue incidents. Mom. No, she's right. I better get this VTOL back on deck. You be safe now. You hear me? Psycho, that submarine is still scheduled to leave any moment. You've got minutes before your entire area is overrun by KPA forces. Our only hope is for you to get on board. The container's nowhere to be seen. They must have those warheads on the sub already. Oh! Okay. Lad mal nach, bitte. Dann vielleicht Sniper. Und aufräumen. Ah ja, der Heli sollte vielleicht auch mal noch weggeschossen werden. So, wo haben wir denn die nächsten? Da sind noch welche. Aua. Zu viel Rauch. Zu wenig Sicht. Theoretisch soll das ja auch für uns helfen. Na, also das geht doch jetzt hier etwas besser. Ist immer noch welche da. Gute Nacht. Dann müssen wir es halt noch hier drauf. Da zum Beispiel. Dum-di-dum-di-dum-di-dum. So, hallo U-Boot.
하강중. 수평 운행 개시. 도풍관 순환 양호 이상무. 커널리! 커널리! 양키 새끼들! I'm British, you muppet. 수평 운행 개시. 도풍관 순환 양호 이상무. 수평 운행 개시. 도풍관 순환 양호 이상무. Shut it down, O'Neill. Look, I screwed up, but I can fix this. We've got a man down, code blue. Shut it down. 5 more minutes. I said shut the fucking thing down. That was my last chance.물을 확보했네? 알았다. 잘 들었지? 이동하라오. 오케이! Emerson, getting this? Okay, scheinbar ist irgendwie unser Anzug ein wenig kaputt. Kaputt. Der fällt schon vor Angst um, das ist gut. Dann haben wir jetzt zumindest mal wieder eine Knarre. Besser als gar nichts. Wer weiß, was diese Bastards mit dieser Technologie machen könnten.
Werden wir dann sehen. So, das werden wir uns dann bei der nächsten Folge anschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.